Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel vom 22.06. bis 28.06. Ich habe mir für diese Woche mal etwas anderes ausgedacht. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier unten Zahlenkarten aufgelistet. Diese Zahlenkarten stehen für jeden Wochentag, also von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, also jede Karte zeigt den Tageseinfluss, und zwar den numerologischen Tageseinfluss. Das bedeutet, wir haben hier am Montag zum Beispiel, den 22.06.2015, stehen wir unter dem Einfluss der 9. Was das bedeutet, werde ich gleich noch näher ausführen. Und im Anschluss an die einzelnen Tage der Woche werde ich noch die Wochenzahl erklären, was die bedeutet für uns. Und danach könnt ihr wie gewohnt euch für einen Stein entscheiden, wo ich dann euer persönliches Wochenorakel noch ermittle und euch erkläre. Okay, dann beginnen wir gerade mal, ich lege die mal kurz hier, weil die so am Rand ist, mit der 9, was das bedeutet. Also die 9 steht ja immer für Neuorientierung, ja, sie bedeutet für uns jetzt am Montag gute Chancen für Neubeginne, Dinge neu zu gestalten, Dinge neu anzugehen. Also so nach dem Motto, neues Spiel, neues Glück. Ja, mit diesem Feuer wird auch hier eine gewisse Tatkraft zum Wochenbeginn unterstützt. Also diese Woche können wir jetzt wirklich am Montag mit viel Power und Energie in die Woche gehen. Also gibt auch Kraft zur Erneuerung und zur Reinigung. Die 9 steht ja zum Beispiel beim Tarot auch für den Eremiten, was bedeutet auch eine gewisse Weisheit und Integrität. Also diese Energie fließt auch am Montag jetzt mit hinein. Also wenn ihr Power braucht, Dinge neu angehen wollt, nutzt die Kraft am Montag, ja, dafür. Dann gehen wir weiter zum Dienstag. Der Dienstag steht unter der Zahl der 10. Numerologisch wäre es die 1, aber wir haben auch die Energie der 0 damit drin. Ja, am Montag ist unter der 1 die Willenskraft ganz wichtig. Also die 1 so nach dem Motto, dein Wille geschehe. Aber jetzt kommt hier schon das Aber. Dein Wille geschehe, aber zum Wohle aller. Sei am Dienstag nicht zu sehr egoistisch. Wir haben hier den Einser-Typ, jeder will sein Ding durchdrücken, jeder denkt vielleicht ein bisschen an sich, aber fahrt hier keine Ego-Touren, die werden hier voll an die Wand gefahren. Ja? Die Null, es ist ja kein Einser-Tag, es ist ja unter dem Einfluss auch der Null. Die Null verkörpert hier diesen göttlichen Schutz, die Spiritualität zum Wohle aller. Ja, also darum hier wirklich so der Hinweis, geh keine Ego-Tour, damit wirst du nur anecken und Probleme bekommen. Ja, also gehe da auch schon mit Selbstbewusstsein die Themen an, aber denke auch dabei an andere. Dann kannst du da Dinge viel besser umsetzen und wirst diesen Tag leichter hinter dich bringen. Ja, so, dann haben wir den Mittwoch unter dem Einfluss der Zahl 2. Die 2 ist ja so für Beziehungen, ja, Zweisamkeit ist gut, also für Konzentration auf das Gegenüber auch, was das möchte, was das empfindet. Also ein guter Tag für Gespräche, für Beziehungen, für Verträge, schon diese Energie der 2 auch nutzen an diesem Tag. Ihr könnt da was Schönes mit eurem Partner unternehmen oder also alles, was man so zu zweit macht. Ja? Wenn aber noch Verträge oder irgendwas abgeschlossen werden sollen oder wichtige Gespräche, ist das ganz gut, dass dann an diesem Mittwoch kann man das gut umsetzen. Da ist ein sehr harmonischer Tag. Ja? So.
Am Donnerstag haben wir hier so dieses Wir-Bewusstsein. Drei sind ja nicht zwei, also mehr als zwei. Hier sind schon Einflüsse einer gewissen Gruppenenergie. Man muss sich mitunter auch anderen Menschen stellen. Ja? Jetzt steht dieser Tag aber noch unter dem besonderen Einfluss der Kritikfreude. Also hier kann schon sein, dass auch einer mal kritisch gegenüber dir ist oder dass Konflikte auftreten. Ja, man muss sich diesen dann stellen. Also hier ist so ein bisschen an diesem Tag auch Besonnenheit gefragt, ja, dann nicht überzureagieren, ja, dann mehr an das Gemeinwohl zu denken, als vielleicht nur an die eigenen Belange und hier auch mit einer gewissen Gelassenheit rangehen an diesem Tag, ja, so. Dann haben wir am Freitag die 4. Das bedeutet, das ist immer so ein Ordnungsprinzip, die 4, ja. Also da geht es um Vertrauen, sichere Basis, Harmonie, ja. Man möchte Geborgenheit spüren und ausgeglichen sein an diesem Tag. Das bedeutet, dass hier auch um Vertrauen geht. Und dieses Sicherheitsdenken, man zieht sich vielleicht auch so ein bisschen zurück in den häuslichen, familiären Bereich. Also hier spielt sehr viel Harmonie rein. Es müsste ein harmonischer Tag sein jetzt am Freitag, ja, wo man gemeinsam auch sich sehr gut wohlfühlen kann. Ja, und auch ins Wochenende sehr harmonisch und geordnet reingeht. Manchmal sind ja Freitage sehr hektisch und durcheinander, weil viele noch was fürs Wochenende erledigen möchten. Aber dieser Freitag steht unter einer sehr harmonischen und geordneten Energie. Man kann ja auch noch Dinge, wo liegen geblieben sind die Woche über, dann zum Freitagabend noch in Ordnung bringen und dann gelassener ins Wochenende gehen. Dann haben wir hier den Samstag unter der 5. Da ist jetzt das eher was als an Freitagen so gilt. Also der Freitag ist ja immer der 5. Tag der Woche, der steht ja eh schon unter der 5er Energie. Jetzt ist aber am Samstag so ein bisschen dieses chaotische, stressige, ist am Samstag jetzt drin. Hier so ein bisschen gucken, innezuhalten, ja, sich nicht überfordern und stressen zu lassen am Samstag, ja, auch Zeit für sich einplanen, ja, um diesen Samstag einfach relaxter zu gestalten, weil wir hier ja diesen Zahleneinfluss der 5 haben und dass wir den da hier nicht zu stressig vollpacken, ja, sonst kann man sich zu ausgelaugt fühlen, also da wirklich ein bisschen so das langsamer angehen, wenn man das schon weiß, ja, packt da nicht zu viel rein. Dann, weil hier haben wir, wie gesagt, energetisch da schon ein bisschen den Stress vorprogrammiert. So, jetzt lege ich euch hier mal die 6, das ist der Sonntag. Der Sonntag steht unter der Zahl 6, die ja für Körper und auch Sexualität, auch diese Erotik steht, auch ein gewisses Reize und Reizthemen beinhaltet. Und jetzt gerade an diesem Sonntag haben wir hier den Einfluss von Aggression drin. Hier geht es darum, nicht diese Energie vom Samstag in den Sonntag mit reinzunehmen von Stress. Und dass sich das dann in einer Aggression entladen würde, würde dann den Sonntag unnötig stressen. Also hier gucken, Blockaden lösen, Druck ablassen, wirklich vielleicht ein bisschen rausgehen oder was unternehmen, wo man sich abreagieren kann, ja, dass man den Montag nicht in den Montag der kommenden Woche, die dann darauf folgt, zu viel Stress schon mit reinnimmt. Ja, also hier wirklich das Ganze relaxter angehen. Das ist ja für den 28.06. gedacht, ja, und der Montag wäre ja dann der 29. Also dass ihr hier wirklich schaut, also dieses Wochenende, wo jetzt hier kommt, steht wohl unter einer bisschen gereizteren und aufgeladeneren Stimmung und
da man das dann zahlentechnisch weiß, da dann einfach das bisschen gelassener angehen, ja, und da nicht zu viel reinpacken und vielleicht auch nicht so schwere Themen mit in dieses Wochenende reinpacken, ja. Also besonders gute harmonische Tage haben wir ja hier unter dem 2- und 4er-Einfluss, aber auch der Dienstag, ja. Also es sind Tage, wo man, und natürlich der Wochenanfang war auch sehr positiv, ja. Also aufpassen wäre praktisch so ein bisschen am Donnerstag und am Wochenende. Ja, okay. Dann habe ich noch errechnet, unter welcher Zahl die ganze Woche steht. Die ganze Woche steht unter dem Einfluss der Zahl 3. Ja, und hier haben wir die Tatkraft drin. Das bedeutet, es wird eine sehr aktive Woche mit vielen Aktivitäten. Es ist diese Woche, kann mitunter einem sehr viel abverlangt werden. Es ist nicht unbedingt eine Woche des vielen Ausruhens. Ja, deshalb schon von vornherein ein bisschen entschleunigter an die Dinge gehen, dass wir nicht da am Wochenende total dann in ein müdes Loch fallen. Ja, also das wäre so der Hinweis, wie sich die Woche über so von der Zahlenenergie her gestaltet. So, ich würde es jetzt mal ein bisschen wegpacken. So, und mach euch mal hier das übliche Wochenorakel zurecht. So, jetzt atmen wir mal tief ein und aus und entspannen uns. Und gehen mal völlig unbedarft an dein persönliches Wochenorakel, wie sich so die Woche für dich persönlich, welche Aspekte da noch so reinfließen. Du gehst jetzt mal in dich und kannst dich für einen der drei Steine entscheiden. Wir haben hier einmal den Mondstein. Hier haben wir den Dolomit. Und hier den Chrysokoll. Ja? Kannst du dich für einen der drei Steine entscheiden? So, ich hoffe, du hast deinen Stein für dich jetzt ermitteln können. Und dann beginne ich mit deinem persönlichen Wochenorakel. So, also ich beginne hier mit dem Mondstein. Der Mondstein steht ja für spontane Einfälle, ist gut, um die Intuition zu fördern. Es geht ja auch um Gefühle, die einem vielleicht noch nachhängen können. Und auch so ein Hinweis, man kann mit diesem Stein ziemlich auch so in Traumwelten abgleiten. Ja, Hinweis wäre, sich nicht in Traumwelten zu verlieren. Okay, dann schauen wir jetzt mal, was dein Stein so für dich bereithält. Aus dem Tarot die erste Karte. Okay, hier haben wir die 8 der Schwerter haben wir hier. Sieht jetzt vielleicht etwas bedrohlich aus. Ist natürlich eine etwas schwerere Energie, die hier reinfließt. Man fühlt sich mitunter, diese Frau ist ja hier so festgebunden und kann sich nicht bewegen. Also vielleicht bist du momentan in einer Situation, wo man sich vom Leben etwas gemartert, gequält oder sogar eingeschränkt fühlt, ja. Man fühlt sich vielleicht von anderen behindert, ist frustriert, ja, kann auch bedeuten, du verzichtest momentan auf Dinge, vielleicht sogar bewusst, also wie eine Diät oder ähnliches, ja. Gleichzeitig hat sie ja hier diese Augen so verschlossen. Das ist eine Warnung. Also das warnt davor, dass man sich vielleicht manchmal hilfloser macht, als man wirklich ist. Oder man vielleicht auch die Augen manchmal vor Tatsachen verschließt, ja. Schlecht wäre, wenn man sich jetzt aufgibt oder in eine gewisse Trägheit verfällt.
Auch wenn du vielleicht momentan in einer schwierigen Situation bist, zeigt die Karte, Mensch, lass dich nicht gehen, lass dich nicht hängen. Das ist eine Herausforderung, die es zwar zu überwinden gilt, ja, jetzt gerade mal auf die Woche bezogen, wenn es nicht so eine ganz einfache Woche ist oder du mit alten Problemen konfrontiert wirst, sei da nicht nachlässig, gib dich nicht auf, lass dich nicht in ein Loch fallen. Wenn wir uns zurückerinnern, am Montag, also neue Woche, ja, neues Glück, neues Spiel, neues Glück. Geh die Woche trotzdem mit viel Elan an. Ja, lass dich nicht von dieser Energie, die dich vielleicht momentan verfolgt, zu arg runterziehen. Ja, das bringt nichts, weil dann trittst du weiter auf der Stelle und das sollst du nicht. Ja, so, ich schau mal weiter bei dir, was da als nächstes kommt. Wir haben hier aus dem Energy Oracle, ja, genau so heißt es, habe ich hier diese Karte und guck mal, was hier kommt. Hier kommt ein totaler Energiestrahl. Ja, ich lege das mal zurück. Also das ist hier so die Karte für die Fülle. Das Füllhorn, ja, gib dich nicht auf. Also die da oben tun es nicht. Da kommt unheimlich viel. Du kannst viel mehr haben. Du kannst total Licht und Freude in dein Leben bringen. Das ist alles da. Ja, auch wenn du es vielleicht momentan gar nicht sehen möchtest, ja, kann ja auch manchmal sein, dass wir uns in Themen verstricken, wo wir denken, Mensch, da gibt es keinen Ausweg, da geht es nicht raus. Aber dabei stehen wir uns manchmal selbst im Weg und wollen gar nicht sehen, wo da ein Ausweg ist. Ja, weil es gibt ja also Themen, wo wir uns da selber immer wieder in der Schlaufe gefangen halten und wollen es gar nicht wahrhaben. Also hier so der Hinweis, dass hier Fülle um dich herum ist und du im Grunde genommen sollst du die Augen offen halten und sollst diese Fesseln auch lösen, diese Begrenzungen auch lösen. Ja. Und dich nicht von anderen gequält fühlen. Also wenn wir in einer schlimmen Situation sind und uns gequält fühlen, müssen wir auch uns selbst hinterfragen und nicht nur im Außen suchen. Ja, die Lösung liegt oft in uns selbst. Ja, das dann verändern zu können. Nur wir selbst können es verändern. So, ich schaue jetzt mal weiter. Also, was ich hier noch sagen möchte, wäre, der Mondstein hat ja auch gesagt, diese Traumwelten, also sich nicht in einer Illusion zu verlieren, mach die Augen auf. Also, das will ich hier wirklich noch mal ganz unterstützend sagen. Und der Mondstein schenkt ja auch die spontanen Einfälle, die Intuition, wo man braucht, um sich auch befreien zu können. Ja, okay. So, jetzt habe ich hier noch aus dem Orakel des Erfolges. Warte mal, von wem ist das? Ich schaue hier mal von Deepak Chopra. Ich zeige es euch gerade mal kurz. Hier habe ich hier noch so kleine Botschaften. Da möchte ich jetzt mal für dich lesen, ja, was hier drin ist. Schau mal, hier ein wunderschöner Schmetterling. Das ist ja auch total befreiend. So ein Schmetterling, der steht ja unter einer ganz leichten, zarten, sanften Energie und der flattert da so rum. Also du brauchst auch wieder mehr Leichtigkeit in dieser Woche. Ja, ich lese mal, was da. Also diese Karte sagt, ich bin frei, Erfolg in meinem Leben zu kreieren. Das ist ganz meine eigene Entscheidung. Hier auch nochmal der Hinweis, es ist dein Leben, es sind deine Entscheidungen. Du entscheidest, ob dieser Schmetterling irgendwie die Flügel nicht richtig ausbreiten kann oder ob er sich in seiner vollen Pracht entfalten kann. Frei zu sein heißt zu wissen, dass ich meine Aufmerksamkeit dorthin richten kann, wo ich es will, wann ich es will und wie ich es will. Ja, ich lese dir diesen Satz mal nochmal selber durch.
Kannst du auch als Affirmation benutzen, ja? Und ich lege hier mal diese Karte der Fülle für dich oben drauf. Diese positive, leuchtende Energie, ja? So, mit dem Mondstein. Ich wünsche dir ganz toll von Herzen, dass du diese Woche da einiges für dich umsetzen kannst und da mehr Leichtigkeit in schwere Themen bringen kannst. So, dann schauen wir mal zum Dolomit. Wenn du dich für den Dolomit entschieden hast, der steht ja für Selbstverwirklichung. Dieses rote Feuer da drin steht auch für Erotik, ja, also Sexualität. Trotzdem hat er diesen Einfluss oder die Energie strahlt er aus der Beruhigung. Er kann aufgeheizte Emotionen auch beruhigen und auch die Seele ein Stück weit klären. Ja? So, da schauen wir mal bei dir jetzt. Halt, ich lege ihn da unten hin. Da haben wir bei den Tarotkarten, schau mal, wie schön, die Liebenden. Ja, hier roter Stein, Feuer der Liebe. Aber die Liebenden stehen ja nicht nur allein für die Liebe, also ist mit Sicherheit eine Woche, wo schon die Liebesenergie, Beziehungsqualitäten stark reinspielen. Wir haben ja, wenn wir uns zurückerinnern, ein bisschen eine stressige Woche, wo viel zu tun ist. Trotzdem scheint bei dir das auch beziehungstechnisch und von der Liebesenergie recht ausgeglichen. Das Tarot steht aber, also diese Liebenden im Tarot stehen auch für Entscheidungen, die anstehen können. Ja, hier so der Hinweis, wenn bei dir diese Woche viele Entscheidungen anstehen, wichtige Themen, wo du neue Wege gehen möchtest, du solltest hier auf dein Herz hören, also von Herzen entscheiden, ja, sagt diese Karte. Eigene Standpunkte vertreten, also Dinge, die dir von Herzen wichtig sind, hinter denen wirklich zu stehen und nach denen auch zu entscheiden. Was nämlich schlecht wäre, wäre, wenn du diese Woche vielleicht durch Stress, dass in der Woche viel zu tun ist, in ein emotionsloses Tun verfällst, was nicht von Herzen kommt. Das wäre kontraproduktiv, ja. Oder wenn du nur aus Bequemlichkeit, weil du dir keine Zeit dafür nehmen kannst, falsche Gefühle vortäuschst, ja. Also der Schuss geht dann irgendwann am Ende der Woche nach hinten los, ja, oder unüberlegte Entscheidungen. Also das ist so ein bisschen die Warnung, also das solltest du nicht tun, wirklich diese Woche Herzentscheidungen treffen und dir auch die Zeit für diese Entscheidungen zu nehmen, auch wenn es vielleicht momentan nicht so reinpasst. Ja, das wäre ganz wichtig. So, dann schauen wir mal, was bei dir die nächste Karte aus dem Energy Oracle mitbringt. Ah ja, hier haben wir die Frau, die einen Coin, also eine Münze, sieht man das ja, eine Münze hält. Also die Münze ist ja auch wieder was Erdiges, Materielles im Tarot. Hier haben wir aber noch den Einfluss der Weiblichkeit, der Fraulichkeit. Bedeutet, bei allen Entscheidungen, bei allem Tun, die weibliche Energie, das Sanfte mit einfließen lassen. Vielleicht nicht zu hart diese Woche ins Gericht zu gehen mit verschiedenen Personen, nicht zu hart zu urteilen. Wenn du diese Woche auch finanziell wichtige Entscheidungen treffen musst oder finanzielle Dinge anstehen, dann ist es auch unter einem positiven Einfluss. Ja, oder materielle Werte, die man vertritt. Also alles, was so zum Anfassen auch ist irgendwo, das scheint bei dir diese Woche wichtig zu sein. Wenn da Autokäufe oder irgendwelche anderen wichtigen Einkäufe anstehen, hör auf dein Bauchgefühl, entscheide von Herzen, ja, also was dir wichtig ist, und dann ist das auch gut und positiv. Ja, also insgesamt ist das ja eine sehr
positive Aussage für dich für die Woche. Wenn du bei dir selbst bleibst, bei deinen Herzentscheidungen, wird sich diese Woche für dich positiv entwickeln. Wenn du da noch schaust unter den Tageseinflüssen, die ich genannt habe, kannst du da für dich auch gute Tage dann sehen, ja, wo du das dann gut umsetzen kannst. So, dann schauen wir mal bei dir, was hier noch, ich lege das mal oben drauf, was hier noch für dich, schau mal hier, ich lese dir es gerade vor, hier geht's, ich fördere Dankbarkeit, also du scheinst materiell und auch sonst von Dingen, wenn du was haben möchtest, sehe ich dich als sehr gesegnete Person, ja, wenn du etwas möchtest oder auch etwas bekommen hast, du sollst die Dankbarkeit dabei nicht vergessen, ja, wenn sich diese Woche Dinge für dich gut umsetzen lassen, sei schon im Vorfeld dankbar dafür, dass du es bekommen kannst und hinterher vergiss nicht, dich zu bedanken, ja, also diese Energie des Dankbarseins, nicht alles als selbstverständlich anzusehen, sondern dafür auch wirklich dann, ja, dieses, ich will jetzt nicht sagen dienende, aber schon etwas auch Demütige zu haben dabei, also demütig sein für die Dinge, die dir gegeben werden. Wenn ich ausdrücklich für das danke, was ich in meinem Leben habe, dann lerne ich, die Dinge nicht für selbstverständlich zu halten. Ja, und in der Regel, Energie geht immer dahin, fließt immer dahin, wo sie ja, gut genommen wird, ja, also wo keine Blockade ist. Und wenn du dankbar bist für das, was du schon hast und es nicht als selbstverständlich siehst, bekommst du, also so ist auch meine eigene Erfahrung, bekommst du noch mehr davon. Ja? Also sehr schöne Botschaft. Hier haben wir auch viel Rot drin. So, dann lege ich das mal für dich hier hin. So. Und dann schauen wir noch das letzte Wochenorakel, also für die Woche jetzt an. Und zwar, wenn du den Chrysokoll gewählt hast. Der Chrysokoll, ich zeige ihn dir mal, steht für die Lebenskraft. Ja? Also er fördert die Lebenskraft, so will ich sagen. Und Vertrauen in sich selbst zu haben. Ja, nicht nur Vertrauen, auch manchmal ist man ja vielleicht ein bisschen unvernünftig. Also er ist auch ein Vernunftstein, der Vernunft so ein bisschen einschaltet, wenn man vielleicht unüberlegt gerade handelt. Ja, er kann, wenn man sehr eifersüchtig ist oder auch sich schnell gestresst fühlt, nervlich angespannt ist, kann er Eifersucht auch zum Beispiel mindern und entstresst auch etwas. Ja, so, dann schauen wir mal bei dir. Ah, okay, hier haben wir, nicht erschrecken, den Tod. So, also der Tod steht ja im Lenormand für einen Abschluss, das, was zu Ende gebracht wird, ja. Also es ist nicht erschrecken und Angst haben, da ist irgendwie ein körperlicher Tod, sondern er steht wirklich, dass etwas beendet wird, dass es manchmal nicht mehr nützlich ist. Es bringt einem nichts, an Dingen festzuhalten oder etwas hat sich, man sagt ja auch, das hat sich tot gelaufen. Ja? Es ist einfach ausgelutscht mitunter oder bringt einen nicht weiter, da ist Dürre. Ja, da wächst nichts mehr auf diesem Boden. Also alles, was kein Wachstum mehr bringt. Er kann auch eine Ablösung von Schmerz bedeuten. Wenn du jetzt schon lange irgendwelche Probleme, Dinge mit dir rumträgst, wo dir viel Kummer, viel Schmerz, viel Sorgen gemacht haben, ist jetzt eine Zeit, wo das abgestreift wird, wo das abgeworfen wird. Dieser Tod, der da reitet, der steht ja nicht still, ja, der ist ja auf diesem Pferd in Bewegung, der kommt vorbei und geht weiter, ja, der bleibt ja nicht. Das bedeutet, der Schmerz, der Kummer, das bleibt ja nicht. Jetzt ist eine Zeit, hey, reite weiter, das geht weg,
Ja, ist auch eine Karte, die zum Handeln auffordert. Hey, jetzt ist Zeit, Junge oder Mädchen. Mach was. Das soll so nicht bleiben. Ja. Die Karte warnt auch ein bisschen vor, wenn man sich in Verzweiflungen gestürzt hat, ja, und da wirklich verharrt hat oder sich auch selbst getäuscht hat, weil man gar nicht erkennen möchte oder annehmen möchte, dass etwas zu Ende ist. Ja, also hier ein bisschen hinschauen. Täusche ich mich selbst? Habe ich mir was vorgemacht in gewissen Themen? Man könnte auch so ein bisschen in eine Melancholie gefallen sein und Melancholie und das muss nicht sein, ja? Also weitergehen. Wirklich, es soll was beendet sein, ja? Wenn du auch einen Job hast, wo du ewig schon festhältst und denkst, das verändert sich noch, sagt die Karte eher, nein, verändert sich nicht. Geh da weiter. Also schau dir die Themen, wo dir nicht gefallen, noch mal genauer an. So, dann schauen wir mal bei dir, was wir hier haben. Ah ja, schau mal. Man kann es erkennen. Ist ähnlich hier wie bei dem ersten Orakel. Hier haben wir auch eine gefesselte Frau. Ja, also hier haben wir so, das ist eigentlich fast doppelter Hinweis noch mal. Dieser Mangel an Bewegung, diese Dame kann, also sie könnte sich irgendwie befreien lassen, aber sie verharrt hier, sie guckt ja jetzt gar nicht so traurig, ja, aber sie ist trotzdem irgendwie gefesselt, kann sich nicht befreien, hat einen Mangel an Bewegung, und dieses Gefühl von persönlicher Freiheit ist gar nicht gegeben, sie ist wie in einer Starre, ja. Wir wissen nicht, hat sie jetzt jemand hier gefesselt oder hat sie sich das sogar selbst auferlegt, diese Starre? Ja, egal wie, es ist mit dieser Karte wirklich ein Hinweis, befreie dich davon, das nützt dir nichts, das tut dir nicht gut. Ja, da geißelst du dich schon fast selbst damit. Ja, also diese Energie nutzen, für einen Neuanfang zu gehen. Ja, der Christo Koll sagt ja auch Lebenskraftförderung, ja, und Vertrauen in sich selbst haben und die eigene Vernunft befragen. Ja, ist das Nütze noch? So, dann gucken wir bei dir hier die. Oh, guck mal, das ist doch also super passend. Ja, hier steht: Ich kann mein gesamtes Leben verwandeln. Also bei dir scheint wirklich so ein Reinigungsprozess, ein Veränderungsprozess gerade anzustehen, der sehr wichtig und nützlich für dich ist. Auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtun kann. Ja, hier ein bisschen wehtun. Stemm dich da nicht dagegen. Nimm das an. Ja, weil. Das Universum ist ein zusammenhängendes Gewebe, innerhalb dessen ich mein Schicksal entwerfend und erschaffen kann. Du bist in dem Moment nicht fremdbestimmt. Du entscheidest. Du entscheidest. Bin ich schon bereit, hier diese Fesseln abzuwerfen oder will ich sie noch eine Weile tragen, weil ich vielleicht diesen Schmerz noch nicht ertragen kann? Aber es ist eine Energie da, wo dich in eine gewisse Wandlung bringt. Und ich bin mir sicher, du hättest nicht diese, also diese Karte sagt ja, du hast eigentlich die Kraft dafür, ja, das zu verändern. Ich lasse bei dir mal diese Karte oben liegen und deinen Stein dazu, ja. Also ich fand die Einzelorakel sehr spannend auch diese Woche. Also es ist nicht alles Ei, Dei, Dei, aber so ist das Leben nicht. Aber viele, viele positive Aspekte drin. Ja, ich hoffe, du hast hier einiges Nützliches für dich rausziehen können. Wenn dir dieses Wochenorakel gefallen hat, kannst du es gern liken oder kommentieren. Ich werde auch drunter meine Facebook-Seite schreiben, falls du irgendwelche Anregungen hast oder auch Wünsche, kannst du mir die gerne mitteilen.
oder falls du auch eine persönliche Beratung oder ähnliches bei mir suchst. Also, wir sehen uns dann wieder kommende Woche zum Wochenende für das nächste Wochenorakel und ich wünsche dir eine gute Woche und hoffe, dass wir alle am Montag mit viel Tatkraft und Energie diesen Tag nutzen können. Und bis bald. Tschüss, eure Dani.